Digitale Tools können innerhalb eines Jugendbeteiligungsprozesses sehr hilfreich sein. Wie müssen digitale Plattformen und Tools aber für eine Verankerung gestaltet sein? Digitale Tools sind für Jugendbeteiligung sehr wichtig, können aber analoge Formate des Meinungsaustausches und der Beschlussfassung zu diesem Zeitpunkt noch nicht ersetzen. Sie helfen aber dabei, Stimmungsbilder einzufangen, für Themen zu sensibilisieren und sie bieten einen guten Einstieg für Fachkräfte der Jugendarbeit und Politikerinnen und Politiker, um Kontakt mit Jugendlichen aufzunehmen und ihre Themen und Lebenswelten zu verstehen, zum Beispiel in Form einer speziell programmierten Jugend-App. Hier ist es vielleicht wichtig, dass es eben nicht für jedes einzelne neue Projekt auch eine neue Plattform automatisch geben soll, weil das führt dann ganz schnell zu Verwirrung und zu Unübersichtlichkeit und keiner weiß mehr, wo er was findet. Hilfreich wäre also, wenn es eine Plattform gibt, deren Webseite man sich eben auch gut merken kann und auf dieser Plattform dann einzelne Prozesse so anpassbar sind, dass sie auf die einzelnen Projekte eben zu adaptieren sind. Dafür eignet sich IPA-Tool zum Beispiel sehr gut.